Ja, moin, herzlich willkommen. Mein zweites Klemmbaustein-Video. Diesmal mit dem großen Set, mit dem ich noch hätte anfangen können. Aber das ist gerade vergriffen. Sollte aber, denke ich, nochmal wieder nachkommen demnächst. Aber ich wollte es trotzdem zeigen. Ist tatsächlich ein Eigenkauf von mir, das sei einmal vorweg gesagt. Aber viele kennen Lego, wer mein erstes Video zum Thema nicht gesehen hat. Das hier ist nicht Lego, das ist ein anderer Hersteller. Genau genommen ist es Blue Bricks, die das und Cegago hat das quasi für Blue Bricks entwickelt und die vertreiben das dann in Deutschland. Es ist ein Piratenschiff, ich kann es auch gleich nochmal aufgebaut zeigen. Hat 722 Teile ab 6 Jahren. 722 Teile wirkt sehr wenig, wenn man überlegt, dass ich im letzten Video ein 1000 Teile Haus gezeigt habe, was deutlich kleiner ist. Aber hier wurde geschickt an Teilen gespart, kann ich sagen, und trotzdem hat man ein echt schönes Piratenerlebnis. Ja, womit fange ich an? Dieses Set kostet im Sale oder hat mich gekostet 24 Euro. Normal sind es ungefähr 30. Wenn man im Verhältnis setzt, das aktuelle Set Piratenschiff von Playmobil ist man ungefähr bei 100 Euro, kann man sagen, für so ein Piratenschiff. Mag ein Tick größer sein, mag ich nicht beurteilen, aber ja, hier ist alles geboten, was das Herz begehrt. Das wird in einer schönen Box geliefert. Also einmal die Vorderseite. Und ich verlinke auch natürlich wieder alles. Und einmal die schöne Rückseite mit ein paar Detailbildern. Überhaupt ist das ein sehr treffender Eindruck dieses Schiffs. Und es gibt auch noch eine Menge größere, kleinere Piratenschiffe ebenfalls, die sehr sehenswert sind. Die werde ich auch alle nochmal verlinken. Auch hier kann man sagen, ich schnappe mir mal einen Original-Lego-Stein von der, also es ist wirklich Lego-Lego, was ich jetzt hier in der Hand habe. Und wenn man es drauf drückt, das ist bombenfest, wie auch in meinem anderen gezeigten Modell. Da ja, tut sich im Grunde gar nichts. Das ist 1A-Qualität, die wir hier haben. Das Schiff wird mit oder wird geliefert mit 4 Piraten. Die Figuren sind etwas anders, als man sie gewöhnt ist. Sie sind auf den ersten Blick, wenn man die anderen Figuren kennt, natürlich, ja, das sieht ein bisschen unschöner aus, aber tatsächlich kann der sehr gut, können diese Figuren den Kopf auch neigen und die Beine sehr frei bewegen. Das finde ich sehr schön, wirken sehr muskulös. Haben wir zwei Piraten, die auch astrein als Piraten zu erkennen sind. Und dann zwei, die wahrscheinlich ihre Uniform geklaut haben von ja, irgendwelchen Soldaten. Jedenfalls sehen sie so aus. Also 4 Figuren sind mitgeliefert und eine fünfte, da suchten meine Kinder gleich die Beine, ist hier vorne mit dran. Die Hälfte hat mein Sohn Hendrik wieder gebaut. Der ist 6, insofern kann ich sagen, das funktioniert. Es ist ein schönes Buch mitgeliefert. Wer sich mit Lego-Anleitung auskennt, der wird im ersten Moment hier etwas erstaunt sein bei dieser Klemmbaustein-Anleitung, denn hier gibt es auch mehrere Teile, die man gleichzeitig aufbauen muss. Es ist immer so, ich zeige mal ein gutes Beispiel, dass die Teile, die man einsetzt, dann bunt sind, während ja, der Rest eingegraut ist. So kann man das ganz gut bauen. Das geht relativ schnell. Wir haben das jetzt in einem Tag gut durchgebaut hier. Und mit Pausen ging nach dem Mittag los, zum Abendbrot war es fertig. Wobei Henrik, wie gesagt, ein bisschen länger braucht. Schön ist vorne auf der ersten Seite, da sieht man gleich, mit welchen Tüten man wohin kommt. Witzig ist hier, dass es immer gleich mehrere Einer-, Zweier-, Dreier-Tüten gibt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, dieses Schiff ist ein Einmaster, Zweimaster mit so einem kleinen Extrasegel. Das ist noch nicht richtig festgeknotet hier. Normalerweise ist der Knoten hier unten. Ich habe ihn hier gerade etwas vertakelagt, sagt man das so. Das ist tatsächlich noch verbesserungswürdig, ist aber meine Schuld. Farbgebung ist braun-gold, passt sehr gut zueinander, finde ich. Es gibt da auch keine Ausrutscher. Das ganze Design ist sehr stimmig in diesen Farben gehalten. Da, ja, kann man nichts sagen. Warum sind das nur 722 Teile? Das liegt vor allen Dingen am Boden des Schiffes. Der ist nämlich in, wie waren es denn? 1, 2, 3, 4, 4 große Teile, die man quasi zusammensetzt und dann nach und nach die Aufbauten macht.
Das spart natürlich sehr viele Teile, macht das Ganze aber auch sehr robust und das wird ziemlich gut. Es gibt noch Noppen drunter, sodass man das Schiff gut oder dass man mit dem Schiff gut spielen kann. Das passt perfekt. Gleiches ist beim großen Mast, der besteht auch nur aus zwei Teilen und auch die Segel sind echte Segel, finde ich allerdings sehr gut. Der kleine Mast, der ist schon aus einigen Teilen aufeinander gebaut, aber tatsächlich, und hier vorne natürlich auch ein Teil nur. Da spart man natürlich eine Menge Teile, finde ich aber völlig in Ordnung. Da kann man den Preis ganz gut drücken. Auch die, na, die, weiß gar nicht, wie das Fachwort ist, die Leitern, also nach oben, die Netze, die natürlich auch jeweils ein Teil, da kann man schön klettern. Ja, was bietet das Schiff? Und die Kinder haben ein bisschen rumgebaut. Das Schiff bietet einen Anker. Muss ich hier mal rauskriegen. Auch da haben meine Kinder getüdelt und ich habe es nicht gemerkt, bevor ich jetzt hier angefangen habe. Na? Die gleich damit spielen. Ich habe gesagt, nein, Papa muss erst das Video machen, aber keine Chance gehabt, dieses Piratenschiff, obwohl wir auch schon eins hatten, war wirklich ein großer Magnet. Kann man auswerfen. Es gibt hier eine Kurbel, damit kann man ihn auch reinholen. Oder kann man ihn versuchen reinzuziehen. Ist nicht ganz so einfach. Aber es sollte eigentlich funktionieren, den zu drehen. Genau, eigentlich ist es sogar einfach. Jetzt merke ich es gerade. Ich habe nur den falschen Winkel und es löst sich. Aber es ist nur ein einer Knopf. So. Also, man kann ihn reinholen, rausholen. Geht tatsächlich, wenn ich es jetzt mit rechts gemacht hätte, dreht man ihn relativ einfach wieder hoch. Das Schiff ist mit zwei Arten Kanonen belegt. Ich versuche gleich auch noch Fotos wieder einzublenden. Das sind zwei der bekannten großen und drei kleine. Die großen haben bekannte Abschussfunktionen, kann man also tatsächlich was mit ins Meer schießen. Und die kleinen sind einfach Deko, finde ich aber sehr schick aussehend. Dazu eine goldene Schatztruhe und eine Kiste und ein Fass mit Waffen, die sind dabei, Schwerter, Pistolen. Das ist alles gut. Das Schiff hat ein Lenkrad, was sich bewegt, was hier natürlich fehlt. Und kann man als störend ansehen. Die Kinder haben es tatsächlich auch angemerkt. Das fand ich sehr bezeichnend, einen Weg da hochzukommen offiziell. Kleine Leiter oder so, zumindest einmal schräg runter. Das wäre natürlich ganz cool gewesen. Aber es sind echte Piraten, die klettern und schwingen sich da schon irgendwie hoch. Das ist kein Problem. Ja. Das eigentliche Highlight des Ganzen ist dann die Captains-Kajüte. Lässt sich von hinten aufmachen, um ordentlich damit zu spielen. Die Vordertür geht natürlich auch auf, das ist überhaupt keine Frage. Und dann kann man hineingucken und es gibt einen Tisch, eine Karte, also noch ein bisschen Spielraum nach drinnen. So, die Tür ist sogar auf gerade, ne? Ja, die Tür ist auf. Kann man also gut durchgucken, man sieht mich, kein Problem, lässt sich aber auch schließen. Zusätzlich lassen sich natürlich zu den Kanonen die Klappen jeweils noch aufmachen. Was tatsächlich mir, also kleines Manko quasi ist hier vorne, hier gibt es eine kleine Lücke drin, die ich nicht so richtig verstehe, warum die sein musste. Hätte es bestimmt auch noch irgendeine andere Möglichkeit gegeben, aber stört im Gesamtwerk nicht. Denn ich finde tatsächlich, es ist ein super stimmiges Piratenschiff. 30 Euro, dafür hat man wirklich eine Menge Spaß und zum einen beim Bauen, aber es ist auch wirklich ein tolles Spielzeug, bei dem man sonst notfalls auch viele Teile wiederverwenden kann. Wie gesagt, schönes Gold hatten wir hier so noch gar nicht bei uns. Ich weiß nicht, wo bei dem großen Mitbewerber Gold vorkommt, habe ich tatsächlich, kenne ich nicht. Es gibt keine großen Funktionen, muss es aber auch nicht. Das ist tatsächlich einfach ein Spielschiff für mich. Kann man schnell aufbauen, total stimmig. Und wie gesagt, sowohl der Sechsjährige als auch der Vierjährige sind wirklich ja, Feuer und Flamme für dieses Schiff und werden auch morgen den ganzen Tag, glaube ich, damit spielen, bin mir ziemlich sicher. Ja, insofern kann ich hier nur eine Empfehlung aussprechen und zwar generell, guckt euch an, was es für tolle Modelle gibt inzwischen. Das sind auch keine rechte Verletzungen oder irgendwas. Das ist tatsächlich einfach heutzutage möglich. Es gibt nicht nur eine Firma, die Klemmbausteine herstellt. Es gibt einige. Und das finde ich jetzt wirklich ein tolles Schiff, was eindeutig zeigt, das ist übrigens dann auch noch abgeschnitten hier oben, eindeutig zeigt, ja, was eigentlich für welches Geld möglich ist und dass man nicht immer zu viel Geld ausgeben muss. Ja.
wollte ich euch einfach kurz vorstellen und vielleicht ist das ja für den einen oder anderen eine Inspiration. Nicht für die Vitrine, aber für die eigenen Kinder. Wobei, ich verlinke auch noch mal ein, zwei Schiffe, die auch für die Vitrine was sein könnten. Es gibt wirklich feine Piratenschiffe. Ja, in diesem Sinne, sagt mir gerne, ob euch solche Themen interessieren, ob ich da einfach noch ein bisschen länger drüber sprechen soll, ob ihr Anmerkungen, Vorschläge habt. Ich nehme das gerne auf. Und sonst kann ich nur sagen, ja, ich wünsche, wann immer ihr das geguckt habt, jetzt guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht und sag Ahoi und bis zum nächsten Mal, ne? Auf Wiedersehen.